Meine Frau schnauft tief, das ist kein gutes Zeichen. Ja, hey, wir sind irgendwo in Koppel draussen, keine Ahnung. Niemand ist da durchgefahren. Niemand finden. Nein. Schöne Lavendelfelder neben dem Autobahn. Mein Schatz ist am Fahren. Temperatur 28 Grad, schön. Und wir gehen jetzt hier ein paar Offroad-Türen anschauen. Pyrenäen ist angesagt. Viel Spass. España, viva España, viva España, sí, vale, 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 mucho machamaca, echa la jueta, por favor, sí, vale, vale. Sí, wieder mal in Grenzen, heiß Bier in Spanien. So, wir sind jetzt hier in dem Canguera und gehen jetzt hier auf Cantelops raus. Start von der Tour. Cantelops. Überall natürlich keine spanische Flagge, sondern die katalonische Flagge. Ja, da ist dann nichts für breite Auto. Wandern.
So, wir parkieren jetzt das Auto und gehen rauf, laufen rauf aufs Castello. Pilot. Auf geht's! Komm, Chloe, komm, fahr rauf, komm! Es hat bloß Hand! Das ist ja männlich! Yes, baby! Vamos, muchachos! Oh, Sand! Scheiße! Ja. Yes, baby! Sand? Unsere Vorfahren. Ja.
in dit was in de het er is kunnen waren. Zo malig is het. Het is niet meer zo entspannt gsi. De landschaft am geniessen. Tja. Und das Limit halt einfach mit dem Sand mit 2WD vorne. Also ein bisschen mit mehr Schwung, und wenn man es halt nicht weiss, dann kommt es langsam. Wenn man keinen Vorfahrer hat, der uns vorinformiert. Aber wäre es jetzt gut gegangen. Jetzt geht es gleich wieder runter, ja. So wie es aussieht. So, jetzt sind wir zweite Tour. Wie heisst die? MA1. Eben, MA1. Nummer 1. Jawohl. Jeden abbiegen, geradeaus. Und auf dieser Straße fängt sie dann einfach da. Da? Ja. Bist du sicher?
Schön können mit der Machete ein bisschen vorauslaufen, Schätzchen. Ich frage dich gerade, wie alt das Buch ist. Da kommt ein Baumstamm. Hast du das gesehen? Meine Frau schnauft tief, das ist kein gutes Zeichen. Ja, hey, wir sind irgendwo im Gottbussen, keine Ahnung. Niemand ist da durchgefahren. Niemand findet. Ja, ja. Es wäre eine schöne Übernachtung gesucht da. Ah, oh, das ist das Wägli. Ja, dann gehen wir da oben runter. Ja, aber dann gehen wir oben, dann fahre ich da oben runter. So, also wir sind jetzt da oben. Da oben sehen wir unser Auto. Wenn wir überlegen, dass wir zurückfahren könnten, wenn wir nicht mehr weiterkommen. Jetzt kommt die Strecke, die nicht mehr bewirtschaftet wird. Aber bis jetzt war ja schon die Strasse so, als ob die schon lange nicht mehr bewirtschaftet worden ist und schon lange niemand mehr durchgefahren ist. Genau. Und sie schreiben jetzt im Buch, das kommt erst jetzt. Also, ich weiss nicht, was heute da vorne neu wurde.
al, ik heb meer te hopen kunt. Of het is er niet? Dan kom ik niet meer over. Of is het te hopen? Was Gerrit? Huh? Was Gerrit? Ja. Dan gaan we nog een nummer oefenen. Welke dag het is. Het is een lage lag. Het ziet nach dünne Sachen aus. Ja, jetzt sind wir gerade noch immer stecken geblieben, wenn wir weitergekommen sind. Also, weil das Tor verschlossen ist. Ein Privat, wo mit Ketten dran gehangen ist. Jetzt gehen wir einen anderen Weg, den wir nicht wissen. Und wir sind jetzt also en France. Genau. Bei den Schneckenfrisier. So, also, was ist jetzt wieder los? Also, wir haben etwa dreimal probiert, runterzufahren, also ins Dorf runter eigentlich. Überall waren Gitter und versperrt mit Ketten. Die Ränken mussten hinter den Ski rauf. Wir sind nie mehr weitergekommen. Jetzt fahren wir halt die nächste Tour. Wir hoffen, dass wir da dann irgendwann wieder rauskommen. Wieder in Zivilisation. Ja, aber so ist es ausgesehen, sieht das gut aus. Da. Wir sind halt jetzt auf der französischen Seite. So haben sie vielleicht nicht so geliebt, dass der Offroad-Fahrer oben hat. Auf alle Fälle haben wir seit 7 Stunden nicht einmal einen anderen Fahrer angetroffen. Also, ich glaube, die Tour ist also nicht so schnell schon wieder gefahren. Ja, jetzt haben wir wieder etwas Interessantes gemerkt. Jetzt sind wir hier gefahren. Und dann ist uns ein Auto entgegengekommen mit niederländischen Nummern. Und er hat dann so angehalten und
Fenster runtergelassen. Wir haben auch. Und dann haben wir mit Englisch geschwätzt. Dann hat er gefragt, ja, was wir denn da machen. Und dann haben wir ihm da über das Buch gesagt, dann haben wir da campen. Dann haben wir gesagt, nein, selbstverständlich nicht. Und wir wollen jetzt eigentlich wieder runter in die Zivilisation. Dann sagt ja, eben, das ist Privatland. Alles da oben, es gehört allen. Land da oben ist privat, es gehört allen jemandem. Und dann haben wir gesagt, ja, das haben wir auch gemerkt, deswegen sind wir auch wieder zurückgefahren, dort, wo es Gates hatte. Und dann hat er das Buch gesehen, hat das Buch füttern. Gut, dann haben wir gesagt, wir sind kooperativ. Und dann hat er gesagt, ihr müsst das melden, eben, das sei Privatland. Und immer wieder kommen da so Offroad-Leute, das sei kein Funpark. Und dann haben wir gesagt, ja, das verstehe ich. Und dann haben wir uns entschuldigt. Und dann sind wir dann weitergefahren und dann sind wir eben wieder so das Gate angekommen. Das ist dann sein Gate. Aber er hat dann gesagt, wir können dann da durch jetzt zum Abend kommen. Das war wenigstens auch nicht abgeschlossen. Gewesen. Und auch nicht abgeschlossen. Ja, gewesen, aber in dem Fall ist das da eigentlich, das steht jetzt eigentlich im Buch nirgends, dass es wirklich Privatland ist und dass man nicht gehen darf. Wir haben auch dort, wo es ein Gitter hatte, sind wir nicht weiter eigentlich immer. Ja, spannend. Also jetzt suchen wir auf alle Fälle den Weg runter in die Zivilisation. Das geht noch eine Weile. So, jetzt kommt da der Tier wieder. Mal langsam wieder in Zivilisation. Wow, ja, ja. Es ist einfach, dass einer mit Vollgas unten raufkommt. Ja. Wir müssen einen Mojito verdienen. Mojito mit Gesellschaftskoffee. Yes, baby. Haben wir es geschafft, sagst du? Also, zum Wohl. Wir sind offroad. Dass wir wieder in die Zivilisation gekommen sind, vor allem.